Alles ist gut. Gestern war ich am Grab meiner Mutter und sinnierte, während wahrscheinlich war es der richtige Zeitpunkt, dass sie als Lungenkranke vor 1,5 Jahren mit einem Heißluftballon gegen den Himmel steuerte. Die letzte Fahrt sozusagen. Sie wurde die letzten 7 Jahre mit Sauerstoff versorgt und lag meistens im Bett. So gut ich konnte, half ich ihr im Haushalt und machte Besorgungen. In meiner Bildungskarenz wohnte ich eine Zeit lang im Haus und wir verbrachten eine schöne Zeit miteinander. Den Garten gestaltete ich mit voller Liebe und pflanzte Blumen an. Die Löwenmäulchen waren sehr putzig und schienen uns förmlich anzulachen. Die Gladiolen waren sehr edel und leuchteten in vielen verschiedenen Farben. Mama brauchte nur beim Fenster rauszuschauen, um sich der bunten Flora zu erfreuen. Mit dem Smartphone schoss sie ein paar Fotos und ließ sie entwickeln. Dann schenkte sie mir die Fotos und sagte: „Falls ich mal nicht mehr da bin, hast du die Fotos." Das machte mich sehr traurig und ich ärgerte mich oft über sie. Wenn sie doch nie geraucht hätte. Sie verbrauchte täglich 2 Packungen Zigaretten. Als Kind weinte ich oft und bat sie, mit dem Rauchen aufzuhören. „Brauchst nicht weinen, so schlimm ist das nicht, mir geht's gut", war ihre Antwort und sie nahm mich in die Arme. Ich drückte mich fest an sie und wollte sie für immer halten. Die Zigaretten schmeckten ihr leider so gut und sie ignorierte meine warnenden Argumente. Ich kann mich noch genau erinnern, wie sie mir aus einem kleinen Bixi-Buch vorlas. In der Trafik bekam ich ab und zu eines. Eines davon war ein Klassiker, Aschenputtel. Und das junge Mädchen ging öfters zum Grab der Mutter, welches unter einem Baum lag. Und so sah ich auch das Grab meiner Mutter unter einem Baum liegen. Und als der Herr von der Pfarre uns 2 Gräber zur Auswahl gab, war uns 3 Schwestern klar. Es ist der Platz unter dem Baum, auf dem neuen Teil des Friedhofes, der eher an einen Park erinnert. Gestern war mir klar, dass es keinen anderen Zeitpunkt gegeben hätte. Alles ist gut, so wie es ist und so wie es kommt. Daraufhin spazierte ich zum Grab meiner Oma und es wurde mir auch bewusst, dass sie schon 13 Jahre weg war. Dann dachte ich an 2 liebe Freundinnen, die auch schon im Himmel sind. Da war es mir, als würden sie dastehen und vor mir stehen und mir Kraft senden. Jede einzelne Person in dieser Zeit des Umbruchs, würde ich meinen. Alles ist von oben gelenkt und ich vertraue auf Gott, Jesus und die allumfassende Liebe und Energie.